Dort sollte ich hochklettern können. Vielleicht führt eine Abkürzung über den Berg. Nah sein. Sachen für den Vorrat. Mal sehen. Wenn wir alle Tage nehmen, die wir in Lager nirgendwo festhängen und eine Gefahrenzulage drauflegen, die der Trupp bestimmt verlangen wird, aber die Anzahl der Leute halbieren. Oh, und die Stöberprämie der Ritterin nicht zu vergessen. Einige von ihnen können Maschinen. Sobald die Grabung läuft, werden wir in Schaben schwimmen. Sie errichten Außenposten in dieser Gegend. Ich habe nur ein wenig westlich einen gesehen. Einige haben sich südwestlich am Rande der Wüste niedergelassen. Sie haben sich sogar im Süden niedergelassen. Da schläft man gleich viel ruhiger. Halte dich einfach von ihnen fern. Die Rebellen sind ziemlich übel. Ich werde Ausschau halten, wenn ich draußen bin. Du bist zurück. Wie läuft's mit dem Tunnel? Hab den Rest des Trupps gefunden. Eine Person lebte noch. Zumindest eine Zeit lang. Sie wurden auf dem Weg hindurch von einem Steinbrecher attackiert. Die Armen. Das Stöbererleben kann schnell enden. Doch das ist einer der schlimmsten Arten. Tja, den Steinbrecher habe ich erledigt. Der Weg ist wieder frei. Haha, ich wusste, du schaffst es. Und, du hast nicht vielleicht meine Kassette gefunden, oder? Hier ist sie. Licht im Dunkeln. Gibt's etwas, das du nicht kannst? Hier, dein versprochener Lohn. Nach Beseitigung der Gefahr lasse ich den Tunnel abstützen und aufräumen. Dann rufe ich einen anderen Trupp und bringe die Expedition richtig in Schwung. Ha! Vorwärts zur Grabung! Die Aussicht auf eine gute Stöberstelle befeuert mich. Die Dünen sehen ruhig aus. Die Maschine ist wirklich.
Ich höre einen Langhals. Er ist in der Nähe. Ihr seht mich nicht. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche.
Ich könnte Säure einsetzen. Sieht wie ein Osse am Lager aus. Aber wo sind denn alle? Vielleicht hilft mein Fokus. Hier sind Überreste von Grünglanz. Sieht so aus, als könnte ich einer Spur folgen. Es gibt eine gute Farbe. Und Ausrüstung um den Teich herum. Haben Sie unter Wasser nach Grünglanz gesucht? Die Osseran, die ich traf, sagte, dass jemand aus ihrem Trupp in diese Richtung lief. Ich sollte die Augen offen halten. Weg da! Schock könnte viel Schaden verursachen. Weg von meinen Sachen! Elender Aasgeier! Klingt, als hätte da jemand Ärger. Auf Unterstützung. Yeah.
Bitte. Ich schau mal, ob es ihr gut geht. Sehr gut. Der Draht zum Stachel ist noch intakt. Die Anlage geht noch. Bist du okay? Du hast die Maschinen besiegt. Danke. Aber du solltest jetzt gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Also diese Anlage. Sie empfängt Ton durch diesen Draht. Von dem Ding auf der Klippe, dem sogenannten Stachel. Aber die Nachricht ist unvollständig. Und du versuchst sie komplett zu empfangen? Wie hast du all das rausgefunden? Ich habe unterwegs einiges gelernt. Wenn du willst, können wir darüber reden. Vielleicht kann ich helfen. Sieht aus, als würdest du was davon verstehen. Also dann. Leg los. Imposante Anlage. Wie funktioniert sie? Naja, wie du gesagt hast, der Stachel da oben scheint den Ton einzufangen. Und dann kommt er durch den Draht in mein Gerät. Ich habe Spulen eingebaut und ein dünnes Metallblech, das vibriert und den Ton verstärkt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber das tut es. Und du hast es hier aufgebaut? Ganz allein? Ich traue eigentlich niemandem. Was ich tue, mache ich meist alleine. Wie hast du die Nachricht zuerst gehört? Ich war Schmiedin oben im Anrecht. War kein leichtes Leben. Viel harte Arbeit, ohne was davon zu haben. Dann hörte ich eines Tages ein Flüstern von einem Stahlstab. So schwach wie der letzte Rauch aus einer erkaltenden Esse. Als ich den Stab bewegte, wurde das Flüstern lauter. Ich habe etwas gebastelt, die Anlage gebaut und folgte dem Geräusch so gut es ging. Je westlicher ich kam, desto stärker wurde es. Dann fand ich den Stachel dort oben. Als ich meine Anlage anschloss, waren die Worte klarer denn je. Was ist das wohl für eine Nachricht? Ich weiß nicht. Sie hat etwas Trauriges. Wie ein Band zwischen zwei verlorenen Seelen. Ich wüsste gern, was sie bedeutet. Ich sehe mir den Stachel mal an. Vielleicht kann ich mehr von der Nachricht empfangen. Wie? Sagen wir, ich habe auch eine Anlage. Ich wusste nicht, dass Nora Bastler sind. Sind sie nicht, aber ich schon, irgendwie. Bin gleich zurück. Okay, na gut. Schätze ich. Folge einfach dem Draht zum Stachel ganz oben. Und ich bitte dich, mach nichts kaputt. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Ich sollte losklettern.
Das muss ich ihr lassen. Den ganzen Draht die Klippe hochzuwuchten. Oh, da ist der Stachel. Vielleicht ist der Empfang direkt daneben besser. Ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Dock 142 am Enduring Victim. Vorratsabwurfsignal. Ruhe. Ich bete, dass du. Nachricht bitte. Enduring Victory. Interessant. Ich kann allerdings nicht orten, wo das Signal genau herkommt. Ich sollte der Bastlerin sagen, dass ich etwas mehr von der Nachricht habe. Deine Anlage empfängt eine Nachricht aus der alten Welt. Eine Art Aufnahme. Das habe ich mir gedacht. Hast du etwas mehr gehört? Ein wenig. Sie wurde aufgezeichnet in einem schlimmen Krieg. Vielleicht klingt sie deshalb so traurig. Etwas daran erinnert mich an meinen Bruder. Möge seine Asche in der Schmiede warm bleiben. Ich weiß nicht genau, warum. Die Quelle kann ich immer noch nicht orten. Die Worte wurden stärker, als ich hierher kam. Und wenn du die Anlage bewegst, schau, ob du anderswo ein stärkeres Signal kriegst. Selbst wenn ich den Tenakt und Maschinen entginge, ich brauche den Stachel. Nichts empfängt die Worte besser. Okay. Eine Nachricht aus der alten Welt? Erfordert Methoden aus der alten Welt. Sie haben Signale lokalisiert, indem sie sie von 3 Punkten abgehört haben. Je höher, desto besser. Dann kombinierten sie die Informationen, um die Quelle zu finden. Und so etwas kannst du? Ich denke schon. Aber dein Stachel ist nur ein Punkt. Ich brauche noch 2, beide hoch oben. Im Tenak-Gebiet nördlich von hier ist ein großer heller Turm. Ja, das müsste gehen. Mir schwebt noch ein Ort vor, nahe meines, Lagers. Moment. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Und wieso du all das für jemanden tust, den du kaum kennst. Aloy. Und weil ich wissen will, was da draußen ist. Genau wie du. Silga. Wenn du es findest, Aloy, will ich gerne wissen, was es ist.
Du jemals schnell Schutz suchst. Im Norden gibt es einen alten Tunnel, den die Maschinen meiden. Ich habe oft versucht, weiter hinein zu gelangen. Aber er ist blockiert. Was auch immer die Zehn darin hatten, sie haben es weggesperrt. Danke fürs Bescheid sagen. Ein uralter... Ich ihn mir ansehen, wenn ich in der Gegend bin. Wachsam bleiben, Soldaten. Dieser Berg. An der Südseite komme ich am besten hoch, wenn ich mehr von Silgas Nachricht empfangen will. Ich muss nur einen Pfad suchen. Der Baum dort drüben. Vielleicht kann der mich höher auf den Berg bringen. Oh.
atmen. Überlegen, was jetzt noch kommt. Ich muss noch höher, um so das Signal ordnen zu können. Thank you.
ziemliche Kletterei. Dieser Berg ist hoch. Ich bin offenbar nicht allein. Ich muss noch höher klettern. Okay, jetzt das Signal abhören. Wo ist der beste Platz? Ich sollte einen guten Platz finden, um Silgas Nachricht zu empfangen. Das Signal wird stärker. Mein Fokus hat die Quelle fast lokalisiert. Es wird Zeit, den Tenakturm zu besuchen. Ich krieg bestimmt eine gute Aussicht, wenn ich hier runtergleite.
Eine Drohne. Gehört bestimmt zu Cyclops. Wenn ich an die Daten komme, kann ich sie mit der Kuppel an der Basis verbinden. Aber wie komme ich da hoch? Sinnlos, Schockmunition zu nehmen. Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen.
Thank you.